Godzilla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 245. Mal bei Godzilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Und bei mir gesundet, und darüber freue ich mich sehr, die wunderbare Hoax-Mistress Alexa. Ja, hallo ihr da draußen. Jetzt habe ich wieder einigermaßen Stimme und muss auch hoffentlich nicht allzu sehr husten. Und freue mich, euch begrüßen zu können zu dieser neuen Folge Hoaxzilla. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster. So, und eigentlich seit Folge 100 oder so ungefähr wollen wir ja nicht so viel und so lange vorplänkeln, aber wir machen das jetzt heute einfach mal, weil wir ein paar Dinge aus dem Weg räumen müssen. Zunächst mal vielen Dank für das ganz zahlreiche und umfangreiche Feedback zum Fragen-Special. Da waren ja sehr viele Leute sehr, sehr begeistert davon und eigentlich war das ja für uns eigentlich relativ einfach, auf eure Fragen zu antworten. Das war jetzt keine große Anstrengung. Das hat richtig viel Spaß gemacht, ja. Genau, und aber das hat euch gut gefallen und insofern werden wir das sicherlich auch mal wieder wiederholen. Und wer Fragen hat, die da nicht beantwortet sind, kann sie uns einfach zukommen lassen und dann sammeln wir. Und wenn wir meinen, dass wir wieder genügend Fragen für so ein Special haben, dann können wir die auch gerne beantworten. Und aus diesem Fragen-Special ist auch noch eine Idee entstanden, die am Ende dieser Episode nochmal eine Rolle spielen wird. Also das ist das eine. Das andere ist, wir haben es in sozialen Netzwerken ja geteilt. Alexa hat zunächst mal eine sehr über einwöchige Bronchitis umgeschossen. Das ist mittlerweile zwei Wochen auf jeden Fall. Ja, hat die dich beschäftigt, die also eine Aufnahme zunächst mal unmöglich gemacht hat, schon allein wegen des Hustens, den du hattest. Mhm. Marti grüßt euch auch in der Sendung. Und danach hat sich noch ein weiterer Infekt bei dir draufgesetzt und der hat dafür gesorgt, dass du fast eine Woche lang weder Flüssigkeit noch feste Nahrung zu dir nehmen konntest, beziehungsweise konntest zu dir nehmen, aber nicht behalten. Mhm. Den Rest könnt ihr euch da gerne selber vorstellen. Und auch da vielen Dank für die vielen Genesungswünsche und auch die Stimmen, die gesagt haben, dann macht euch doch keinen Stress. Da ist noch so eine Sache, die müssten wir auch nochmal einfach erklären, warum wir auch diese zwei Folgen im Monat, warum die für uns immer so eine kritische Größe sind. Zum einen natürlich Selbstdisziplin, weil wir das gerne durchhalten wollen, aber man muss auch einfach sagen, auch da machen wir nochmal Transparenz rein, ein Teil unserer Einnahmen kommt über Patreon. Und bei Patreon ist es so, dass da diejenigen, die uns unterstützen, uns pro Folge unterstützen. Das heißt, da stehen wir im Moment, ich weiß es nicht, irgendwo zwischen 340 und 350 Dollar pro Folge. Ja, Marti, ich muss jetzt aber hier mal was erklären. Ich muss was erzählen. 340 bis 350 Dollar pro Episode. Das sind also grob hochgerechnet, könnte man jetzt sagen, 700 Dollar. Das ist eine Menge Geld. Wenn man das alles runterrechnet, bleiben davon am Ende so um die 540 Euro irgendwie überall so um den Schlag. Das ist quasi die Hälfte der Einnahmen, die wir durch Hoaxzilla generieren. Wir haben es ja schon mal vorgerechnet euch. Und wenn wir aber jetzt nur eine Folge im Monat herausbringen, dann brechen da Einnahmen auch einfach weg. Ist halt so, wenn man selbstständig ist, wenn man dann nicht arbeitet, dann geht es halt auch nicht weiter finanziell, beziehungsweise man hat dann Einbußen und da muss man sich dann halt überlegen. Aber dennoch fühle ich mich jetzt nicht irgendwie direkt vom Krankenbett wieder an die Aufnahmegeräte katapultiert, sondern habe schon drauf geachtet, irgendwie mich erholt zu haben. Insofern passt das alles. Genau, ich wollte das nur nochmal erklären, warum wir immer sagen, zwei Folgen im Monat, warum das für uns auch, sagen wir mal, wichtig ist. Im Grunde genommen sind wir am Überlegen, das zu ändern bei Patreon, zu sagen, naja, dann sollen die Unterstützer uns dort auch einmal im Monat unterstützen, so wie das ja die anderen auch machen auf den anderen Plattformen. Das Problem dabei wäre natürlich, wenn wir das machen, müsste man auch alle Unterstützer darum bitten, sozusagen ihren Einsatz zu verdoppeln. Mhm. Das heißt, wenn einer einen Dollar pro Episode bezahlt und wir würden das jetzt umstellen, müsste man sagen, damit das gut funktioniert, musst du das auf zwei Dollar erhöhen. Das ist irgendwie alles irgendwie suboptimal. fühlt sich komisch an. Genau. Und insofern ist es dann eher so, dass wir sagen, aus Selbstdisziplingründen versuchen wir zwei Folgen im Monat zu machen. Jetzt haben wir das Problem gehabt, dass wir eigentlich noch gar nicht eine Folge ganz zu Ende recherchiert haben, an der wir gerade dran sind, das ist auch ein Hörerwunsch, aber gerne was liefern wollten und wir auch noch was zu verlosen haben, was wir auch noch raushauen wollten und irgendwie jetzt auch mal euch nicht mehr
ultra lange warten lassen wollten, aber Alexa vielleicht auch noch ein bisschen schonend für die Stimme zuteil werden lassen wollten. Ja, der Januar war irgendwie so eine kleine Herausforderung. Ja, war völlig schräg. So. Und deshalb haben wir einen Kunstgriff gemacht und haben uns eine sehr, sehr spannende Folge aus den Huxilla TV-Zeiten nochmal hervorgenommen und wollen die hier aufbereiten für den Podcast. Und wir wissen ja, dass nur ein ganz kleiner Teil unserer Hörer auch Huxilla TV geschaut hat. Insofern glaube ich, ist das nicht so schädlich und es ist eine sehr, sehr spannende, interessante und auch, wie ich finde, sehr wichtige Folge, die man machen kann. Das gibt's also jetzt und je nachdem, wie schnell wir es jetzt schaffen, die Recherche zu beenden und andere Dinge zu machen, werden wir relativ schnell die eigentliche für Januar geplante Folge dann auch nachschieben. Ein schönes Thema. Freue ich mich auch schon oder schon die ganze Zeit drüber. Im Grunde genommen schon, genau. Und wenn es irgendwie klappt, vielleicht machen wir im Februar dann 3 Folgen. Das müssen wir einfach mal gucken, wie wir das jetzt alles eingetaktet kriegen. Es gibt ja auch noch Arbeit und echtes Leben und all diese Dinge drumherum. Aber das so zum aktuellen Stand, Lage der Nation. Genau, das heißt also, wenn ihr gleich während des Themas dieser Folge das Gefühl habt, das klingt so ein bisschen merkwürdig, dann liegt das daran, dass wir da teilweise auf visuelle Hilfsmittel Bezug nehmen und dass es eben eine Huxilla TV-Folge ist mit Bild und Ton und wir das jetzt halt mit Ton verwursten. Ist aber nahezu unkritisch. Ja. Also finde ich auch. Ich finde, ich habe es nochmal gehört. Ich auch. Ist ein sehr, sehr schönes, wichtiges Thema mit einem ganz tollen Gast. Können wir schon mal spoilern. Genau. Wisst ihr eh, wenn ihr den Titel gesehen habt. Genau. Und wie gesagt, es gibt noch was zu gewinnen. Genau. Und jetzt machen wir einfach erstmal weiter. Jetzt haben wir lange vorgeplänkelt. Und wie gesagt, nochmal vielen, 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 vielen Dank. Ich sage das nochmal. Wirklich die Reaktion auf das Fragen-Special und auch tatsächlich ist das nochmal die Leute, die auf Veränderungen bei der Unterstützungsplattform Steady, die drastisch die Gebühren angehoben hat. Also das ist schon wirklich in einem Maßstab, wo wir sagen, boah, das ist echt nicht mehr nett. Da haben ganz viele Leute gesagt, dann kündige ich das bei Steady, dann mache ich halt einen Dauerauftrag auf euer Konto. Denn wenn von einem Euro bei Steady bei euch dann irgendwie jetzt demnächst nur noch 50 Cent ankommen, der Rest versackt irgendwie in so einer Plattform, also 50% dessen, was eigentlich ich euch geben möchte, verschwindet irgendwohin an Gebühren. Dann mache ich das jetzt per Dauerauftrag. Vielen Dank dafür nochmal und auch hier nochmal ganz explizit gesagt, das ist kein Schwarzgeld, das ist nicht illegal, das ist auch nicht komisch, sondern das geht alles an unsere Steuerberatung, die da mit großer Mühe das alles macht und seit Jahren werden diese Einnahmen ordnungsgemäß versteuert. Aber es ist halt schon auch ein bisschen schmerzhaft, wenn so Plattformen einfach Geld einsacken und in einem Nebensatz in der E-Mail, wo sie uns das mitteilen, auch sagen, na, dann sagt doch euren Unterstützern, die sollen halt einfach ein bisschen mehr Geld geben. Fand ich alles jetzt nicht so schön. Nein. Insofern das noch dafür. Und es hat uns aber eine große Welle erreicht von Menschen, die gesagt haben, wir unterstützen euch und das mit der finanziellen Situation fanden wir gut, dass ihr das nochmal erwähnt habt. Und das soll auch kein Gejammer sein und kein Gebettel sein, sondern wir wollen einfach nur auch transparent sein und wollten euch das einfach nochmal alles erklären. Und jetzt machen wir einfach wie gewohnt weiter, denn Alexa... Was war nochmal der nächste Punkt in der Tagesordnung? Ja, du hast eine, wie ich finde, etwas... Hört selber in die Story jetzt einfach mal rein. Die Story der Woche. In der Story begeben wir uns diesmal in den Fachbereich der Chirurgie. Und wenn ein guter Handwerker, ein Chirurg anfängt, sich vielleicht ein bisschen zu sehr für einen Künstler zu halten und der Meinung ist, er müsse seine Werke irgendwie signieren, dann passiert vielleicht so etwas, wie ich euch jetzt berichten möchte. Es gibt nämlich 2 Fälle, die vor einiger Zeit bekannt geworden sind, in denen ein Chirurg mithilfe eines Lasers, mithilfe des Edelgases Argon, seine Initialen in die Lebern von 2 Patienten gebrannt hat. Das sind sehr, sehr schlimme Fälle. Da wird jetzt auch ermittelt. Es gibt keine Präzedenzfälle, die man da irgendwie zur Rate ziehen könnte. Aber natürlich wird das Ganze irgendwie geahndet. Und es stand zu befürchten, dass es noch hunderte von weiteren Fällen geben könnte, in denen er sowas gemacht hat. Auf jeden Fall ist es eben bekannt geworden in 2 Fällen und eine ziemlich schlimme Sache und sagt eigentlich nichts Gutes über die Persönlichkeitsstruktur dieses betreffenden Chirurgen aus. Wenn ich euch denn die Wahrheit erzählt habe und nicht einen riesengroßen medizinischen Bären aufgebunden habe. Eine sehr unangenehme Vorstellung, bei einer OP signiert zu werden, ja. So innen drin. Klären wir da mal am Ende dieser Sendung dann auf.
der Woche. Ja, wir haben schon angedeutet, eine Huxer-TV-Folge, die wir ja nochmal aufgreifen möchten hier für den Podcast. Der Gast ist allerdings auch euch schon bekannt, wenn ihr länger dabei seid, denn bereits 2014 hatten wir diesen Gast, den ihr gleich nochmal hören werdet, zu Gast bei uns in Folge 168. Da ging es nochmal um Jack the Ripper und um moderne, ja, forensische Ergebnisse zum Thema. Es handelt sich um Cornelius Kurz, forensischer Molekularbiologe. Ich hoffe, ich habe gesagt, das ist richtig. Ich glaube, in der Sendung sage ich das, glaube ich, auch so. Der an der Rechtsmedizin der Uni Kiel arbeitet inzwischen hier oben im Norden. Damals war er noch in der Uni Bonn tätig, 2014. Und ja, mit ihm haben wir darüber gesprochen, Alexa, ob denn diese ganzen CSI-Serien und so sein Beruf eigentlich richtig darstellen, oder? Ja, angefangen haben wir mit ziemlichen Klischees. Das war auch für ihn, glaube ich, ja nicht so ganz einfach, da sozusagen nicht loszuschimpfen, als wir ihn damit konfrontiert haben. Denn natürlich sieht der Arbeitsalltag eines forensischen Molekularbiologen nicht so aus wie in diesen Serien, die man so kennt, mit schummriger Beleuchtung im Labor, ohne Schutzkleidung und ja, stylisch irgendwelchen medizinischen Rätseln nachgehen, die dann irgendwie zur Aufklärung von Serienmorden oder ähnlichem führen. Aber dennoch ist das eine ganz, ganz wichtige Arbeit, die er macht, und ich fand es hochinteressant, ihn darüber erzählen zu hören. Genau, und jetzt haben wir zur Einleitung gleich, werdet ihr es ja mitkriegen, nochmal einen Fernseheinspieler, wie sich das Fernsehen das vorstellt, und dann gehen wir quasi über. So ein bisschen was Hörspielartiges. Ja, ja, genau, und dann gehen wir über in die Sendung. Und dann könnt ihr erstmal unserem Gespräch mit Cornelius Kurz lauschen. Wir haben heute wieder einen wunderbaren Gast in unserer Sendung, nämlich Cornelius Kurz ist ein weiteres Mal bei uns zu Gast. Hallo Cornelius. Hi, moin. Cornelius, lass uns ganz kurz mal einen kleinen Trailer aus dem Fernsehen uns angucken. Ja, und in dem Fall die Serie Navy CIS. Ja. Und wir gucken uns mal an, wie im Fernsehen das, was du ja eigentlich beruflich machst, beschrieben wird. Da schauen wir mal gleich mal so rein. Ich fürchte das Schlimmste. Crime Scene, Serien am Donnerstag. Dieses Team ist nicht zu stoppen. Sie untersucht Indizien, akribisch, zielstrebig und ein wenig chaotisch. Er verfolgt jede Spur, charmant, gerissen und draufgängerisch. Und er lässt Verbrechern keine Chance. Jetzt auch bei Kabel 1, Navy CIS in Doppelfolgen, ab 25. November um 20.15 Uhr. Ja, schmissig, und man stellt sich jetzt deinen Job, du bist forensischer Molekularbiologe, um es mal einmal ganz offiziell zu nennen, und man stellt sich deinen Job jetzt doch offensichtlich so vor, dass du in deinem Labor sitzt, morgens deinen Kaffee trinkst und ein Schneidiger, du arbeitest an der Universität zu Kiel, da ist dein Institut, da kommt dann der schneidige Staatsanwalt sonnenbebrillt rein und sagt, Kurz, Mordserie, wir müssen bis morgen früh die Ergebnisse haben, und legt dir irgendwelche Beweismittel auf den Tisch, und dann analysierst du die binnen 24 Stunden und der Fall ist gelöst. Ganz genau. Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass die Kaffeemaschine 5.000 Euro gekostet hat. Ja, selbstverständlich. Also, so ist deine Arbeitsrealität. Ja, genau. Und er macht auch immer noch so einen Spruch noch dazu. Irgendwie. Ja. Also irgend sowas zu der Leiche oder sowas. Wenn die verbrannt ist, dann hat eine heiße Nacht gehabt oder irgendwie sowas. Okay. Weil sonst ist es nicht authentisch. Und der Staatsanwaltschaft oder der Staatsanwalt ist im Prinzip dein Chef. Natürlich, der ist der Chef und auch so ein Choleriker und ein Frauenheld natürlich. Ja. Okay, man merkt im zynischen Unterton, dass das vielleicht nicht ganz der Realität entspricht. Und wir wollen heute tatsächlich mal mit dir darüber reden. Tatsächlich bist du an der Aufklärung vom Verbrechen beteiligt. Das ist tatsächlich auch Teil deines Jobs. Aber die Realität ist ein bisschen anders als das, was wir in vielen, vielen Fernsehserien täglich dargeboten bekommen. Denn irgendwo läuft gefühlt, zumindest auf irgendeinem Fernsehsender, immer so eine Serie gerade. Wie ist das für dich? Also wie weit weg, wir ganz im Detail machen, bist du in deiner Arbeit von dem, was wir im Fernsehen sehen? Also ich kann es nicht hundertprozentig repräsentativ beantworten, weil ich das nicht gucke. Also ich kann das nicht angucken, weil es zu blöd ist für mich. Also, aber nach dem, was ich schon an Ausschnitten gesehen habe, auch an Schilderungen von Leuten, die mich dann ansprechen, sagen, ey, wie bei CSI, die machen doch da immer und schildern das dann, ist es ziemlich weit davon entfernt. Also es hat erstens mal mit einem großen Unterschied zwischen den
Systemen in den USA und in Deutschland zu tun. Also das heißt, allein durch sehr verschiedene Anordnungen von Behörden und von Hierarchien ist das allein schon mal ein struktureller Unterschied zwischen Deutschland und USA. Aber auch was die Ermittlungen angeht oder wie ermittelt wird oder wer welche Untersuchungen durchführt und wie lange die in Wirklichkeit brauchen, ergibt sich natürlich ein enormer Unterschied zwischen dem, was da dargestellt wird und was bei uns der Fall ist. Also nichts wird bei uns gemacht, damit es gut aussieht. Ja, also Labore sind nicht geheimnisvoll blau, schlecht beleuchtet und man hat auch keine Lederklamotten an und Gelfrisuren und Sonnenbrillen, um eben besonders cool auszusehen, und es ist etwas weniger glamourös, dann dafür hygienebewusster die Bekleidung gewählt, und das Ganze dauert viel länger als 45 Minuten. Ne? Das ist so der Hauptunterschied. Also in der Serie ist vielleicht auch mal so ein Fall eine Woche lang, aber selbst das ist, glaube ich, eine unrealistische Perspektive. Kommt auf den Fall an und auf die Anzahl der Spuren und ist auch auf die Teamgröße. Also jetzt in diesem Trailer wurden 3 Leute irgendwie gezeigt. Ich weiß nicht, wer dann da die Untersuchungen machen soll, wenn man dann 100 Proben von einem Tatort hat, was realistisch ist. Ne? Dass dann also an einem Tatort, wo auch die Spuren gar nicht sichtbar sind, weil inzwischen ja auch Hautabriebe untersucht werden können, werden dann von ganz vielen verschiedenen Gegenständen Abriebe genommen. Kleidungsstücke, wo dann erstmal geguckt werden muss, wo der Fleck eigentlich ist, wenn es überhaupt einen Fleck gibt und so weiter. Und allein diese Arbeit dauert lange. Und dann die ganzen Proben zu analysieren, diese ganzen Prozeduren durchzuführen, das ist sehr, sehr zeitaufwendig. Und insbesondere, wenn das nur 3 Leute sind, die dann da angeblich die ganze Arbeit machen und natürlich auch noch multidisziplinäre Experten sind, wird es noch unrealistischer. Mhm. Ich hatte ja mal so eine kühne Idee, dass wir dich mal besuchen kommen in deinem Institut und da mal ein bisschen filmen. Mhm. Das scheiterte im Prinzip schon erstmal daran, dass du sagst, okay, selbst wenn wir da Drehgenehmigung bekommen, würde das bedeuten, dass alle Personen, die ins Labor kommen, erstmal eine DNA-Probe abgeben müssen. Richtig. Du hast es mir erklärt, vielleicht erklärst du es nochmal, warum das denn so wäre, wenn ein Fernsehteam ins Labor kommt. Naja, also was vielen nicht bewusst ist, ist, wie leicht man an allen möglichen Gegenständen in der Umwelt seine DNA hinterlassen kann. Also wir sind jetzt mit den modernen Techniken in der Lage, also einige spezialisierte Labore können aus einzelnen Zellen DNA-Profile erstellen, aber auch ganz normal. Alle Labore brauchen nicht mehr als, sagen wir mal, 10, 20 Zellen, um DNA-Profil zu erhalten. Und diese 10, 20 Zellen, die streift man mit einem einfachen Kontakt an einem Gegenstand, kann man die schon abstreifen. Hinzu kommt, dass wenn man spricht, immer unsichtbare Aerosole ausgeschleudert werden, die ebenfalls analysierbare DNA enthalten, sodass man also im Prinzip ein normaler Mensch, der sich im Raum bewegt, eine DNA-Schleuder ist. Und das möchten wir in unseren Spurenräumen nicht haben, das dürfen wir gar nicht haben. Das heißt, wir müssen bei jedem Fremden, der sich da aufhält, auch wenn es nur ein Dreh ist, ein Vergleichsprofil haben. Denn wenn wir dann bei einem Asservat, das wir wirklich untersuchen würden, eine Kontamination haben, die wir uns nicht erklären können, würden wir gucken, ob das zurückzuführen ist auf eine Person, die sich diesen Raum befunden hat. Und das heißt also, alle Praktikanten, alle Studenten, alle Doktoranden, alles ganze Personal unseres Hauses ist bei uns in unserer Datenbank drin, also unserer hauseigenen Datenbank. Und wir vergleichen jedes Profil, das wir machen, mit allen Mitarbeitern, die da drin sind, ob es eine Kontamination gegeben hat. Ja. Das heißt, das sieht man im Fernsehen auch nicht. Das heißt, wenn zu euch eine Spur kommt, egal welche Art, wird die erstmal auch gegen alle Mitarbeiter des Hauses erstmal geprüft. Genau. Das kriegt keiner mit. Ist aber auch aufwendig und kostet erstmal Zeit, um sicherzustellen, dass du nicht selber deine eigene DNA plötzlich an den Tag ganz genau. Ne? Also man hat natürlich Prozeduren, die auch akkreditiert sind und die also entsprechend ihrer, also so wie sie geplant sind, haben sie eine hohe Sicherheit. Aber es kann, Menschen machen immer Fehler und es kann immer sein, dass ein Fehler passiert. Es reichen, wie gesagt, nur wenige Zellen, dass theoretisch eine Kontamination auftreten kann. Und um einen weiteren prozessualen Schritt, das auszuschließen, ist, dass man alle Profile, die in Gutachten berichtet werden, gegencheckt, ob es eine Kontamination der hausinternen Person sein kann. Gut, also das müsste man in diese 45-Minuten-Folge schon mal einrechnen. Mit dem mal so ein bisschen Buch führen. Ja, er ist es. Die halten ja dann meistens Bandenmuster ans Licht, das man lange schon nicht mehr macht natürlich. Sieht aber in der Kamera besser aus. Ja, natürlich. Ne? Das sieht besser aus als diese Elektroferogramme, die man wirklich hat. Müsste dann eigentlich auch noch der Satz kommen. Übrigens ist auch keiner von unseren 3 Mitarbeitern oder in dem Fall vielleicht dann ein paar mehr Mitarbeitern, die es dann sind. Und das ist nicht immer zielführend, denn natürlich kann ein Asservat auch an einem Tatort kontaminiert werden, von einem Polizisten, der das aufsammelt. Das würden wir nicht rausfinden, weil wir deren Vergleichs-DNA nicht haben. Und wenn dann der unerfahrene Kollege am Tatort da drauf hustet oder eben ohne Handschuhe einsammelt, kann natürlich auch eine Kontamination durch einen Spurensicherer passieren. Mhm. Oder wenn wir mal von einem Krankenwagen-Einsatz ausgehen, der auch noch nötig war, kann ja sein, dass an einem Tatort auch noch jemand zu retten war, dass es so andere Tatort-Personen, die den Tatort betreten haben, ohne das zu wissen, DNA-Material hinterlassen haben. Das würden wir nicht rauskriegen. Ne? Also das sind dann einfach Artefakte, die entstehen können. Mhm.
Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen beim Hergang einer Verbrechensanalyse sozusagen bleiben, in welche Bereiche kann man das aufteilen? Also du hast da gesprochen schon mal in einem Vortrag vom Begriff der molekularen Augenzeugenschaft. Mhm. Und dann der Feststellung zum Beispiel, wann ist der Tod erfolgt, wer war anwesend? Kannst du das noch ein bisschen näher ausführen, wie man da vorgehen würde? Das, worauf du jetzt anspielst, das hat mit der Lagerung der Untersuchungen zu tun. Also es gibt Spurenmaterial, also biologisches Spurenmaterial, das ist das, was uns interessiert, das ist das Material, das Zellen enthält im weitesten Sinne. Und man kann zwei verschiedene Arten von Aspekten untersuchen. Das eine ist, wer hat die Spur hinterlassen? Also die Quellenebene sozusagen, also der Urheber der Spur, also wessen DNA-Material ist das? Da sprechen wir von Individualisierung, also der eindeutigen Zuordnung einer DNA zu einer Person. Das geht nur durch Vergleich. Also wir brauchen dann immer eine Vergleichsprobe von beispielsweise einer tatverdächtigen Person und können dann dieses Profil mit dem, was am Tatort gefunden worden ist, vergleichen. Und der andere Aspekt, also nicht Individualisierung, sondern Kontextualisierung, ist die Möglichkeit, die Spur in ihren Entstehenszusammenhang einzuordnen, und zwar über andere Aspekte der Spur. Also nicht nur, da spielt die DNA dann keine Rolle, sondern zum Beispiel das Muster der Spur, wie viel Material ist da vorhanden oder eben auch vor allem, welches Material ist vorhanden. Also aus welchen Körperflüssigkeiten, sagen wir mal, und oder Organgeweben setzt sich biologisches Material, das man am Tatort findet, zusammen. Weil diese Information natürlich maßgeblich sein kann, um einen Tathergang, dessen Ablauf man nicht kennt, zu rekonstruieren. Und zwar anhand der Evidenz, ohne jetzt auf Zeugenaussagen angewiesen zu sein. Und molekulare Augenzeugenschaft, was du angesprochen hast, ist noch ein anderer Aspekt. Der hat wiederum eher mit der Individualisierung zu tun, weil es diese Untersuchungsart gestattet. Wir sprechen da von forensischer DNA-Phänotypisierung, also der forensischen Aufklärung des äußeren Erscheinungsbildes. Dieser Untersuchungstyp gestattet ist, dass Aussagen über das Äußere des Tatverdächtigen oder einer tatbeteiligten Person aus der DNA auszulesen. Das ist jetzt ganz neu und wird auch gerade politisch diskutiert, ob und in welchem Umfang wir das in Deutschland haben wollen. In anderen Ländern wird das schon längst gemacht. Und man kann also inzwischen mit relativ hoher Sicherheit Aussagen über die Augenfarbe, Haarfarbe, Hautfarbe von Personen machen. Andere Aspekte wie Körpergröße und so, das wird noch intensiv erforscht, das ist noch lange nicht routinereif. Aber es ist natürlich ein Vorteil zu wissen, wenn man eine komplett unbekannte Person hat, wenn man anfangen will zu fahnden und keine Idee hat, keine anderen Anhaltspunkte hat, dass man schon mal Anhaltspunkte übers Äußere hat. Und molekulare Augenzeugenschaft deswegen, weil es molekulare Untersuchungen sind, die aber sozusagen den gleichen Effekt haben wie ein Augenzeuge, der gesehen hat, Person war, was weiß ich, schwarze Haare, weiße Haut oder was auch immer. Wahrscheinlich sogar zuverlässiger, als es ein Augenzeuge machen würde. Das ist ein Aspekt, den ich immer wieder betone. Dieses Verfahren ist fehlerbehaftet, FDP, aber wir kennen den Fehler. Und wir wissen mit einer wie hohen Wahrscheinlichkeit statistisch, wir uns irren. Okay. Mhm. Wohingegen menschliche Augenzeugen absolut miserabel sind, also nachweislich miserabel sind, weil also gerade die, das kannst du bestätigen, gerade die, das menschliche, also die menschliche Kognition ist quasi diametral gegenübergesetzt den Aufgaben, die ein guter Zeuge haben muss. Also das heißt, das ist in der Zeit nicht beständig, das ist gebiased, das ist beeinflussbar von außen und ganz, ganz viele Eigenschaften, die ganz schlecht sind, wenn man nach irgendwie 3-4 Monaten etwas, was man gesehen haben will, fotorealistisch wiedergeben will. Und ich glaube gar nicht, dass es da seriöse Untersuchungen gibt, über wie häufig sich die Leute irren. Aber man weiß zum Beispiel vom Innocence Project, die über 300 Leute frei bekommen haben über DNA-Beweis nachträglich, dass bei diesen Urteilen, die ja dann Fehlurteile waren, über 70% durch falsche Zeugenaussagen zustande gekommen sind. Also das spielt eine riesengroße Rolle. Also ich weiß, dass in der deutschen Richterausbildung das zum Beispiel aber auch Teil der Ausbildung ist, also Richter selber mal als Augenzeuge ein Video beschreiben sollen und man ihnen da auch nochmal widerspiegelt, wie schlecht eigentlich der Mensch als Zeuge ist. Nach wie vor ist es natürlich vor Gericht ein probates Mittel, eine Zeugenbefragung durchzuführen, aber wenn natürlich der Richter zumindest schon mal einmal in seinem Leben erfahren hat, wie er selber ein schlechter Zeuge ist, kann er vielleicht Zeugenaussagen auch anders werden. Das ist die Frage. Gut, dass es gemacht wird, aber ich glaube nicht, dass das systematisiert ist. Also das heißt, ein Richter hat dann vielleicht im Hinterkopf, ja, menschliche Zeugen, weiß ich nicht. Aber ob er wirklich eine systematische Möglichkeit hat zu prüfen, dass jetzt die Person ein Bias hat. Sagen wir mal, die hat ein Ausländerproblem, die Person. Mit wie viel größerer Wahrscheinlichkeit wird sie vermeintlich einen Ausländer gesehen haben als Tatverdächtigen oder jemand, der wie ein Ausländer aussieht, als ein anderes? Das lässt sich nicht in Zahlen feststellen.
Das, was ihr macht, kann man immer genau, wir können sagen, wir irren uns mit einer so und so hohen Wahrscheinlichkeit. Und Hexenjagden ist ja das Argument, was manche Leute dann bringen. Gibt es dann nicht, wenn man weiß, es ist mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit behaftet, aber es ist der einzige Anhaltspunkt, den wir haben. Mhm. Also fangen wir erstmal an, in der Klientel zu prüfen, ob es da irgendwie Verdächtige gibt. Und wenn nicht, naja, dann muss man davon ausgehen, dass es ein Irrtum war. Aber es kann auf jeden Fall viel Arbeit sparen und es kann die Gruppe der Verdächtigen eingrenzen am Anfang zunächst. Interessant in dem Zusammenhang ist ja auch die Tatsache, dass du dich nicht als jemand empfindest, der ein Urteil fällt. Ja. Oder im Prinzip dein Beruf tut das nicht, sondern ihr geht völlig neutral an etwas heran und versucht das, was ihr wissenschaftlich aussagen könnt, auszusagen. Ja. Und die Bewertung dessen, was bei euch rauskommt, liegt in völlig anderer Hand. Also ihr seid, ich habe ja vorhin schon gesagt, der Staatsanwalt ist da dein Chef. Das stimmt so gar nicht, Richtig. Sondern ihr arbeitet mit Polizei, Staatsanwaltschaft zusammen. Aber das, was ihr macht, steht in keiner Weise im Kontext einer Schuld. Findung, oder? Ganz genau. Also der Auftrag kann durchaus von der Staatsanwaltschaft oder auch von der Polizei kommen. Das heißt also dann, wir arbeiten in deren Auftrag, aber nicht für die. Also im Sinne von deren Theorien beispielsweise. Ein Staatsanwalt hat meistens eine Theorie, dass es eine bestimmte Person gewesen ist. Der muss nicht neutral sein. Der muss zwar schon entlastendes Material werten, aber natürlich hat plädiert der für irgendeine These. Und wir haben nur die Evidenz und wir versuchen auch uns zu verblinden. Also ich zum Beispiel weiß gar nicht, welche Proben ich untersuche, wenn ich die untersuche. Also ob das jetzt eine Spurenprobe oder eine Verdächtigenprobe ist, oder das interessiert mich gar nicht. Sondern es geht nur darum, dass die Rohdaten, dieses Elektroferogramm so auszuwerten, wie ich denke, dass es richtig ist. Und nachher erst, wenn das alles fertig ist und man die Zahlen nicht mehr ändert, entblinde ich das und gucke mir an, was ist denn jetzt eigentlich die Spur. Und das ist deswegen. Machst du das freiwillig oder ist das Standard? Nee, das ist noch nicht vorgeschrieben, aber das ist sozusagen good practice. Also ich mache das, weil ich weiß, dass es diese Biases gibt. Und gerade bei, weiß ich nicht, sexualdelikten Kindern oder sowas, da ist es schwer, sich neutral zu halten, wenn man, ne, also das ist, also ist jeder Mensch gebiased. Mhm. Und deswegen muss man da versuchen, sich selber zu verblinden. Und was du angedeutet hast, diese Hierarchien, lassen sich auch diese beiden Aspekte einordnen. So Individualisierung, die Quellenebene ist die unterste Ebene. Also das ist die einfachste Aussage, die man machen kann, dass man also sagen kann, wessen DNA-Material ist das? Und die nächste höhere Ebene, die Handlungsebene, also auf dieser Ebene wird sozusagen, wird nur auf Grundlage der Evidenz versucht, eine Hypothese zu erstellen, die sich zwanglos mit der Evidenz vereinbaren lässt, welche Handlungen zu der Erzeugung des Spurenbildes, das man vorgefunden hat, beigetragen haben kann. Und das ist dann immer transdisziplinär. Wenn das jetzt, sagen wir mal, ein Tötungsdelikt ist mit einem Messer, dann kommen die Rechtsmediziner dazu, die die Stichverletzung untersucht haben und sagen, okay, das ist ein einschneidiges Messer, geführt von der rechten Seite, so und so viel Kraft oder sowas. Und wenn das Messer noch da ist, können wir zum Beispiel sagen, wer hat das Messer gehandhabt? Oder wenn wir dann die Messerklinge untersuchen, können wir sagen, aufgrund von diesen kontextualisierenden Untersuchungen, wie tief ist das Messer eingedrungen? Wenn wir zum Beispiel anhand der Spitze sagen können, das ist ein Leberstich gewesen, wissen wir, das war keine oberflächliche Hautkratzerverletzung oder sonst irgendwas. Und also auf dieser Handlungsebene kann man dann alle forensisch-wissenschaftlichen Untersuchungsergebnisse integrieren und möglichst eine mit dieser Evidenz komplett vereinbare Hypothese verformulieren, wie dieses Spurenbild entstanden ist. Das heißt, wenn du ein Messer bekommst, hast du zum einen die Möglichkeit zu schauen, finde ich Spuren dessen, der das Messer in der Hand gehabt hat. Unabhängig davon, ob das jetzt derjenige ist, der eine Tat begangen hat. Also du kannst feststellen, wer hat das Messer in der Hand gehabt. Und an der Klinge, du hast es gerade beschrieben, kannst du auch, je nachdem, wie die Spuren an dem Messer sind, feststellen, ist es im Muskelbereich gewesen, ist es irgendwie in den Körper eingedrungen, welche Organe hat es unter Umständen getroffen. Genau. Das kannst du dann vom Opfer sozusagen feststellen. Und diese Dinge gibst du dann weiter und sagst, damit könnt ihr jetzt anfangen, was ihr wollt. Das habe ich wissenschaftlich mit dem und dem Fehler bewiesen. Genau, da steht in dem Gutachten drin, die Hautabriebe am Messergriff passen zu denen vom Tatverdächtigen. Die Irrtumswahrscheinlichkeit ist so und so gering. Außerdem gibt es Belege dafür, dass mit diesem Messer dieser Person, deren DNA-Profil an der Klinge gefunden worden ist und die auch, sagen wir mal, das Opfer ist oder die geschädigte Person, also wir wissen, die ist verletzt worden und zwar ist der Stich so und so tief gegangen, weil wir nachweisen können, dass das beispielsweise Lebergewebe ist, was da verletzt worden ist. Das heißt nicht, wir sagen nicht, Person X hat das da reingestochen, sondern nur, das ist da gefunden worden, das passt zu dem, das ist da gefunden worden, das passt zu dem, dann das ist da und das passt zu dem Sachverhalt. Und was dann an Schuld, also was daraus für eine Schuld gemacht wird, also wozu ja mein Motiv gehört, das ist komplett außen vor. Da haben wir nichts mehr zu tun. Das machen ausschließlich die Juristen, die dann auf Grundlage dessen, was wir anbieten an forensischen haltbaren Belegen,
zu einem Schluss kommen müssen, ob jetzt irgendwer irgendwas gewesen ist. Ne? Und also Verteidiger können dann zum Beispiel sagen, aber mein Mandant ist tatortberechtigt. Also das ist zwar dessen Messer, aber klar, deswegen ist auch seine DNA da dran und irgendwie, aber das muss er ja nicht reingestochen haben. Der echte Täter kann ja Handschuhe getragen haben. Das ist dann die Aufgabe der Verteidiger, zu argumentieren, wie sich das erklärt. Ne? Wenn da jetzt DNA dran ist, dann lässt sich schwer das leugnen, dass die da nun mal was ist. Ne? Aber das heißt nicht, dass die Person damit was gemacht haben muss. Und das ist, wie gesagt, Schuldebene. Da wird man von uns außerdem, was sich wirklich aus der Evidenz ableiten lässt, beispielsweise Messer ist rechtzeitig geführt worden mit der und der Kraft oder so. Vielleicht kann die Person das nicht gewesen sein oder die Höhe ist unrealistisch. Aber alles nur das, was sich belegen lässt, wird auch als Handlungshypothese angeboten. Und ob der Richter dem dann folgt oder nicht, ist dann richterliche Beweiswürdigung. Wie oft wirst du denn in der Nacht angerufen, um diese Spuren vor Ort sicherzustellen? Das ist ja hier in diesen Fernsehen genau. Auch häufig so der Fall. Ja, nie. Ne? Natürlich, weil wir gar nicht an den Tatort gehen. Also es ist nicht so, dass ich dann auch in der Nacht mit einer Sonnenbrille an den Tatort gehe und rauchenderweise irgendwie mich ohne Mundschutz dann dahin knie und irgendwie so dann das mit dem Finger nehme und in so ein Reagenzglas schmiere oder sowas machen. In Deutschland machen das die Spuren sicherer. Also das sind dann kriminaltechnische Dienste ne? Und Erkennungsdienstler, die sichern die Spuren, hoffentlich lege artis, also mit entsprechender Schutzbekleidung und unter Berücksichtigung aller Vorsichtsmaßnahmen und bringen die dann zum Beispiel zu uns. Also ein Großteil dieser Spurenuntersuchung macht in Deutschland das Landeskriminalamt, hier in Schleswig-Holstein, dann eben in Kiel. Hier in Schleswig-Holstein. wir zeigen ja gerade in Hamburg auch, aber. Aber also, ne, also in Hamburg hat auch ein LKA. Und es gibt aber eben dann unter verschiedene Umstände und bei denen das dann in der Rechtsmedizin läuft. Und wir machen genau die gleiche Expertise, also sind auch akkreditiert dafür nach von der deutschen Akkreditierungsstelle. Und diese Spuren, die uns dann zu uns dann kommen, die untersuchen wir dann bei uns im Labor, ja. Und dann gebt ihr das auch wieder ab. Bekommst du in irgendeiner Art und Weise mit, wie diese Fälle weitergehen? Kümmerst du dich darum oder ist das für dich auch ein Stück weit Eigenschutz, sich dann da nicht weiter einzubringen in diese Dinge? Ja, also wenn ich mich nicht drum kümmere, erfahre ich das auch nicht. Mhm. Wenn ich mich drum kümmere, kann ich das erfahren. Insbesondere, wenn dann noch ein Gerichtsverfahren anhängig ist. Kommt also immer wieder vor, dass ich dann zu Gericht muss und das, was ich da in dem Gutachten geschrieben habe, erläutern muss. Insbesondere, wenn es irgendwie ein komplexerer Zusammenhang ist. Da musst du dann schon mal raus aus dem Labor. Da muss ich dann tatsächlich das Labor verlassen und blinzel ich immer, weil ich kein Sonnenlicht kenne. So. Und setze dann eine Sonnenbrille auf. Ich fahre dann mit meinem zweirädrigen Dienstwagen. Den können wir nachher zeigen, wenn wir hier schon mal einbinden. Genau. Der kein Hammer ist, fahre ich dann zum Gericht und bin dann da und laufe nicht vor dem Richter auf und ab und schreie Leute an oder sowas, sondern sage einfach nur, was in dem Gutachten drin stand. Wenn jemand Fragen hat, erkläre ich das. Ja. Aber da bist du dann schon mal im Außendienst. Genau, da bin ich dann im Außendienst. Wobei ich also da nicht rennen und springen muss, das passiert nie. Dass ich schon mit Termin und man weiß dann auch, genau, wo man hin muss. Okay. Das hört sich jetzt irgendwie alles so an, als wäre man da wissenschaftlich schon wahnsinnig weit und als müsste eigentlich wie jedes Verbrechen in Deutschland eigentlich aufgeklärt werden. Aber es gibt da einen Haken und der liegt auch an der schlechten Finanzierung teilweise der Institute. Ne? Es gibt viele Haken in dem Fall. Also erstens mal muss erstmal ermittelt werden. Und das passiert ja in Deutschland nur. Es gibt eine Studie, die sagt, in 50% der Fälle. Also 50% der Tötungsdelikte werden gar nicht als solche erkannt. Da können die Forensiker nichts machen, weil wir gar nicht ermitteln. Das hat wiederum damit zu tun, dass zu wenig Leichenschau gemacht wird, zu wenig obduziert wird etc. Das ist eine ganz andere Baustelle, die aber zu einer erschreckenden Zahl führt, weil man einfach davon ausgehen kann, dass in 50% der Tötungsdelikte nicht ermittelt wird. Wobei man sagen muss, die Leichenschau ist vorgeschrieben in Deutschland. Ja. Das heißt, die wird nicht richtig durchgeführt. Richtig, genau. Weil so die in Deutschland machen, das darf das jeder Arzt machen oder muss es jeder Arzt machen können, sozusagen, und muss es rein theoretisch auch richtig machen. Also wenn ihm nachgewiesen werden kann, dass das falsch gemacht wird, dann kann er auch irgendwie ein Problem kriegen. Nur die Leichenschau ist nicht trivial, das muss man wissen, wie es geht und was dazu alles gehört, nämlich zum Beispiel die vollständige Entkleidung der Leiche, das Nachschauen in allen Körperöffnungen so. Und die Leute, die da wirklich Erfahrung haben und Routine, das sind die Rechtsmediziner. Aber es kann genauso gut einen Kinderarzt treffen, der seit 20 Jahren keine Leiche mehr gesehen hat, der das dann vielleicht alles nicht mehr weiß oder falsch macht oder sonst irgendwas. Und dann kreuzt er an auf einen Totenschein natürliche Todesursache. Sowas wie, ja, natürlich stirbt einer, wenn einer einem Messer in den Kopf sticht, so, ne? Dann wird die Person bestattet, ohne dass der Staatsanwalt überhaupt erfährt, dass da was war. Und das ist also einer der Gründe, warum dann so viele Leichen überhaupt nicht obduziert werden. Und die Obduktionsquote ist relativ niedrig in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern. Und so erklärt sich das. Aber was du meintest, ist, dass die Forschung nicht gut finanziert ist in der forensischen Wissenschaft. Das ist auch so.
Also ich sage immer, es gibt ein interessantes Missverhältnis zwischen dem Interesse an diesen CSI-Sendungen, derer es, wie du gesagt hast, zuhauf gibt, und diesem, wie schlecht eigentlich die Finanzierung und so die Lage in Deutschland ist. Also das rechtsmedizinische Institute sind immer bedroht, weil das sind die Institute, wo diese Forschung zu allem größten Teil stattfindet und müssen sich immer rechtfertigen also sind an den Kliniken nicht so gerne gesehen, weil die alles Geld kosten und so. Und das Geld muss man sich selber einwerben mit Drittmitteln, was aber auch schwierig ist. Also das ist so eine Misere. Und das heißt also, die Forschung in Deutschland ist da nicht so gut aufgestellt. Es gibt zum Glück andere Länder, die ein bisschen eine andere Struktur haben, und das muss man ja international sehen. Also wenn da dann was erforscht wird, können wir das ja auch nutzen. Aber also ich finde, es gehört dazu, wenn so ein Rechtsstaat den Anspruch hat, Rechtspflege zu betreiben, dass man dann auch sich eine gute forensisch-wissenschaftliche Forschungslandschaft unterhält. Hast du Einblick, ob das in den USA inzwischen gang und gäbe ist, oder gibt es da auch Defizite? Weiß ich nicht genau, wie es da ist. Also das ist auf jeden Fall besser. Und noch besser ist es zum Beispiel in Holland. Ne? Direkt nebenan, man braucht nur über die Grenze zu gehen. Die haben ganze Institute, die nichts anderes machen. Also die brauchen gar keine Routine zu machen, ihre Zeit gar nicht damit zu verbringen, Routinefälle zu bearbeiten, sondern die forschen die ganze Zeit mit tollen Sachen, mit Next Generation Sequencing und Einzelzellanalyse und spannenden Sachen. Und hier muss man eben rumkrebsen und schauen. Also das geht sehr langsam. So in Kiel ist es ganz gut, ne, weil wir jetzt, weil ich jetzt wieder Drittmittel habe und die Projekte laufen, aber andere haben große Probleme und haben keine Zeit und kein Geld zu forschen. Insofern hängt es auch so ein bisschen zurück mit dem Einsatz modernerer Methoden, die eigentlich theoretisch zur Verfügung stehen würden. Und dann kommt in Deutschland noch die Rechtslage dazu. Ich hatte ja schon gesagt, FDP ist forensische DNA-Phänotypisierung wird in Holland schon gemacht, in Deutschland nicht, weil es dann also Bedenken gibt und das muss dann also erst groß diskutiert werden. Und das Gleiche gilt für RNA-Analyse. Da wird in Holland schon gemacht. In Deutschland sind wir jetzt die Ersten, die das demnächst machen dürfen, aber ne, also auch nach langer Zeit. Also das hängt alles ein bisschen. Ja. Ist es denn so, wenn ihr jetzt beauftragt werdet, von der Staatsanwaltschaft ein Gutachten durchzuführen, dass da dann auch Geld fließt? Ist das tatsächlich so, dass dann eine Rechnung geschrieben wird? Ja, das machen wir. Aber das trägt im Prinzip nicht den Apparat, den es eigentlich benötigt, um das alles zu können. Nein. Also nur mit diesem Gutachten könntet ihr euch nicht alleine finanzieren. Nicht wirklich. Also dafür sind es zu wenige. Und das muss ja auch irgendwie noch bewältigbar sein. Es gibt übrigens auch ein Justizvergütungs- und Entgeltungsgesetz, das vorschreibt, wie viel maximal berechnet werden darf, egal ob das die Kosten deckt oder nicht, was im Fall der Obduktion nicht gegeben ist. Mhm. Also ist das strukturell bedingt, das Defizit, das die Rechtsmedizin hat. Das heißt, wenn eine Obduktion gemacht wird, macht das Institut, das die Obduktion durchführt, rechnerisch gesehen Verlust. Genau, das weiß auch jeder. Ne? Und deswegen muss der Staat zuschießen, tut er auch, aber es ist eben, wie dann der Geldfluss ist, weil das geht ja nicht direkt ans Institut, ist immer so ein bisschen, weiß ich nicht, so transparent. Deswegen also haben wir das so gefeiert, dass das Land Schleswig-Holstein zumindest sich jetzt entschlossen hat, letztes Jahr eine Sockelfinanzierung dem Rechtsmedizinischen Institut angedeihen zu lassen, dass man also wenigstens nicht mehr von der Schließung bedroht ist. Aber es reicht trotzdem nicht, um wirklich seriös Forschung machen zu können und eine komfortable Personaldecke zu haben, wo also nicht immer alles drunter und drüber geht, wenn einer mal krank ist oder irgendwie sowas. Also da ist noch deutlich Luft nach oben. Ja. Ist aber eigentlich ein gesellschaftliches Problem. Ja. Das ist eine Frage, die Gesellschaft sich beantworten möchte, wie viel Geld sie in die Aufklärung von Verbrechen investieren möchte oder nicht. Und ob man sich überhaupt die Frage stellen darf, ist das okay, ob die Rechtsmedizin Geld kostet? Ich meine, das ist, wenn man Medizin als reines Geschäft ansieht, okay, dann vielleicht nicht, aber die Polizei muss sich auch nicht rechtfertigen, dass sie Geld kostet. Solange Wobei da ja auch immer wieder natürlich die Presse geschildert, dass die Polizei auch deutlich unterfinanziert ist. Genau. Ne? Und dann gibt es immer, aber da gibt es dann zumindest öffentlichen Druck und dann wird ab und zu mal was aufgestockt. Nur die Rechtsmedizin hat keine Lobby. Mhm. Also wir sagen immer, Leichen, Tote haben keine Lobby, weil da nun mal die Personen untersucht werden oder Dienstleistungen für die Personen erbracht werden, die keine Stimme haben. Kindern, denen Gewalt angetan worden ist, verkloppte Frauen, Obdachlose, Drogensüchtige, irgendwelche Leute am Rande der Gesellschaft, die genauso ein gutes Recht haben, auch anständig und seriös und mit der gleichen Sorgfältigkeit behandelt zu werden, wie jeder andere auch. Aber da gibt es eben keine reichen Patientenverbände oder irgendwelche Lobbys dahinter, sondern das ist einfach nur eine Frage der Menschlichkeit, dass man die genauso behandelt. Und das ist dann den Leuten aber kein Geld wert. Das ist jetzt reine Spekulation, aber spielt da vielleicht der CSI-Effekt auch ein bisschen eine Rolle, dass man irgendwie so im Hinterkopf hat, das läuft schon, das trägt sich irgendwie und funktioniert ja irgendwie. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Weiß nicht, wäre jetzt irgendwie eine Frage. Aber ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Aber ehrlich gesagt ist es nicht so abwegig, dass man denken könnte,
dass die Leute denken, dass, wie sie im Fernsehen sehen, wir sind super ausgestattet, die Labore immer shiny und tolle Geräte und genau und die Leute fahren ja auch, guck dir mal an, die fahren einen Hammer, so ein 40.000 Euro Auto. Ich fahr Fahrrad, also ich meine, das ist, wir verdienen, wir haben öffentlichen Dienst, also das ist einfach ganz normal der Arbeit und wenn dann dargestellt wird, dass also die Labore immer auf dem neuesten Stand sind und irgendwie so Glasschiebetüren, die dann so aufgehen und dann, klar, entsteht ein falscher Eindruck. Richtig, ja, könnte sein. Und du hast gerade schon gesagt, gelegentlich kommt das mal zu so einem Gutachten, das ihr von der Staatsanwaltschaft bekommt. Was treibst du denn, wenn du jetzt mal nicht zum Forschen hast, was du ja auch tust, was treibt man denn sonst noch so an einem Institut als forensischer Molekularbiologe? Was sind denn noch so andere Aufgaben? Jetzt mal weg vielleicht wirklich von Tötungsdelikten. Ja, also was ein großer Teil ist Abstammungsbegutachtung. Wir haben also auch viel mit Lebenden zu tun. Das ist das, was man als Vaterschaftstest kennt. Richtig. Kennt, ne? Wobei der Vaterschaftstest nur ein Aspekt davon ist. Also das, was wir im gerichtlichen Auftrag im Sinne der Abstammungsbegutachtung machen, sind tatsächlich fast immer Vaterschaftsfeststellungen. Wenn die dann angefochten wird von einem Vater oder eingeklagt wird von einer Frau. Der Rechtshintergrund ist, dass also es ein Grundrecht gibt, seine biologische Abstammung zu kennen. Dieses Grundrecht wird dann im Falle des Kindes von der Mutter vertreten oder eben, ne, der Vater sagt, wenn ich zahlen soll, dann will ich das auch wissen. So, aber es gibt darüber hinaus auch viel weiterreichende Abstammungsfragen, die dann zum Beispiel von Privatpersonen an uns herangetragen werden, die dann wissen wollen, ob Person X ihre Halbschwester ist oder ihr Halbbruder oder ob Person Y ihr Großvater ist. Also da gibt es alle möglichen Verwandtschaftsverhältnisse, die dann nachgefragt werden. Oft auch sowas wie Zwillingsanalysen, dass dann so zwei Leute, die sich schon irgendwie ähnlich sehen, wissen wollen, ob sie jetzt nun eineich sind oder nicht. Hat ja auch medizinische Relevanz. Ist man eineich, weiß man, dass alle Krankheitsdispositionen auch der andere Zwilling hat und so. Also solche Geschichten können da auch auftreten. Und dann haben wir noch die Identifikation. Also das ist auch regelmäßig der Fall, gerade weil wir ein Land an der Küste sind, wo es auch im Wasser öfters mal Verstorbene gefunden werden, die nicht mehr zu erkennen sind. Also immer dann, wenn eine Leiche nicht mehr zu erkennen ist, weil verbrannt, weil entstellt, weil zerstört, muss sie über die DNA identifiziert werden. Und da ist dann eine Zusammenarbeit zwischen den Ermittlern, die irgendwie gucken müssen, wer die Person gewesen sein könnte. Beispielsweise, wer ist abgängig, wer ist vermisst oder sowas. Und uns, die wir dann sagen, okay, wir müssen uns überlegen, wie wir aus dem Material noch ein DNA-Profil rauskriegen, was durchaus schwierig sein kann, wenn die richtig verbrannt ist oder, weiß ich nicht, 3 Wochen im Wald gelegen hat und total verfault ist. Und den Ermittlern, die dann rauskriegen müssen, wer kann das gewesen sein und was für ein Material gibt's da noch? Zum Beispiel persönliche Toilettenartikel oder, was noch besser wäre, verwandte Personen. Mhm. Und da ist dann also diese Zusammenarbeit zwischen uns, um rauszukriegen, wer kann denn das eigentlich gewesen sein? Mhm. Das machen wir auch. In dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, ihr beschäftigt euch auch mit den Opfern von Naturkatastrophen oder sonstigen Großunfällen. Ja, nicht unbedingt wir in Kiel, aber durchaus forensische Molekularbiologen. Also das ist so, genau, das nennt man Disaster Victim Identification, DVI ist da so die Abkürzung. Das ist eine Überdisziplin der Identifizierung, wo es also darum geht, wie du richtig sagst, Personen zu identifizieren, die verstorben sind im Rahmen von Ereignissen, wo es zu massenhaftem Versterben kommt. Das fängt an von, ich weiß gar nicht, ob es da eine Grenze gibt, ab wann das gilt, aber so dieser Germanwings-Absturz ist so ein klassisches Beispiel. Da gab es in Anführungszeichen nur 150 Tote, die dann auch noch alle bekannt waren, weil man ja wusste, wer in dem Flugzeug saß. Da war das Problem eher die Bergung der Leichenteile. Bis zu solchen Megakatastrophen wie dieser Tsunami 2004, wo dann da 230.000 Tote auf riesigen Gebieten verteilt sind, in unterschiedlichsten Zuständen, unterschiedlichster Nationalitäten, wo man überhaupt keine Ahnung hat, wer das alles jetzt gewesen sein kann. Und um da überhaupt einen Bruchteil in solchen riesigen Szenarien der Verstorbenen identifizieren zu können, muss es also eine multidisziplinäre, multinationale Zusammenarbeit geben, mit Teams aus verschiedenen Ländern und ganz viel Gerät, das dann dahin geschafft wird, insbesondere wenn die Länder keine Infrastruktur haben, so wie jetzt bei den Tsunami-Ländern, um da überhaupt eine Chance zu haben, das festzustellen. Und das ist geboten, weil es laut Genfer Konvention ein Menschenrecht darauf gibt, auch der hinterbliebenen Familien zu erfahren, was mit den Angehörigen ist. Und das muss organisiert werden. Und da steht die forensische Molekularbiologie im Zentrum, weil fast immer in diesen Fällen es nur über die DNA geht. Es gibt noch zwei andere Möglichkeiten, Zähne, also über den Zahnstatus und über die Fingerabdrücke, aber dafür muss das erstmal bekannt sein. Also der Zahnstatus muss erhoben sein und irgendwie verfügbar. Oder die Fingerabdrücke müssen genommen sein und irgendwie verfügbar, was fast nie der Fall ist. Und deswegen ist das DNA dann das Mittel der Wahl. Mhm. Du hast mal einen interessanten Fall geschildert, wo ein Knochen gefunden wurde in einem See. Ach so, ja. Mhm. Und wo man dann, da warst du auch dran beteiligt, am Ende tatsächlich herausgefunden hat, dass es der
die Überreste eines kanadischen Soldaten waren, der im Zweiten Weltkrieg über diesem See ganz offensichtlich abgestürzt ist. Magst du den Fall gerade nochmal beschreiben? Weil ich das ist, eine ganz interessante Geschichte finde. Genau, das ist natürlich so ein theoretisch nur eine Identifikation. Der Fall ist aber deswegen interessant, weil er so einen riesigen Bogen schlägt. Also das war noch, als ich noch in Bonn war, in der Rechtsmedizin, wurde also 2000, ich glaube 8 war es, bei einer Kampfmittelräumaktion aus dem See in der Nähe von Maria Lach, das ist da so eine Gemeinde, wurde unter anderem so ein Knochen geborgen. Und der kam dann zu uns ins Labor und wir sollten schauen, ob wir noch ein DNA-Profil rauskriegen. Haben wir aber überhaupt nicht geschafft. Also unsere Standardmethoden haben vollkommen versagt. Und wir haben das dann, heißt, nicht jeder Knochen, den man findet, ist dann noch in einem Zustand, dass man erstmal DNA gewinnen kann. Richtig. Wo man sagt, ein Knochen ist ja eigentlich ein Knochen, da müsste doch eigentlich Zellen drin sein. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Knochen sind komplett Individuen. Also du kannst nie anhand des Knochens, anhand des Aussehens sagen, da kriege ich was raus oder nicht. Ein Knochen kann super, super schön aussehen und es gibt keine DNA mehr daraus zu holen. Okay. Oder gammelig und stinkig und schleimig und trotzdem kommt noch ein prima DNA-Profil daraus. In dem Fall war der Knochen, sah nicht so schlecht aus, der sah alt aus. Der sah schon so aus, als wäre der da jetzt nicht gerade frisch in dem See. Aber es war noch so ein langes Stück war schon noch vorhanden und man hat auch noch Material daraus bekommen können, nur einfach die DNA nicht mehr. Und dann haben wir uns ins Labor gestellt und 2-3 Monate geforscht, Forschung gemacht, hat uns keiner bezahlt und haben dann am Ende eine Methode gehabt, mit der es gelungen ist, ein DNA-Profil aus diesem Knochen herzustellen. 2-3 Monate ist übrigens, finde ich, auch so bemerkenswert. Ja. Und das also nicht 48 Zeitraum. Stunden. Nein. Wir hatten ja auch nicht endlos viel Knochenmaterial. Wir mussten also das, was wir, diese Methoden, die wir ganz kleinschrittig weiterentwickelt haben, immer an alten, anderen Knochen testen. Kann das funktionieren, kann das nicht funktionieren? Und dann, um an den wertvollen Originalknochen nochmal ranzugehen, wieder eine Probe zu nehmen, nochmal, der sah am Ende ziemlich zerlöchert aus, aber es hat geklappt, wir haben so ein Profil bekommen und haben dann uns gefragt, na gut, wer kann das gewesen sein? Das war offensichtlich kein rezenter Knochen, also keiner, der jetzt davor von einem Mord stammt, der da vor 2 Jahren irgendwie begangen worden ist, sondern das war schon klar, dass der älter war. Also erlosch auch das Interesse des Staatsanwalts, der kein Verbrechen mehr aufzuklären hatte im Prinzip. Und wir standen mit dem Knochen dann da und wussten nicht, wem gehört der und haben dann recherchiert im Internet, was kann denn da gewesen sein? Dann stießen wir darauf, dass da in diesem See ein Flugzeugabsturz mal stattgefunden hat, 1942 im Zweiten Weltkrieg. Und zwar ist da eine Maschine des Commonwealth abgeschossen worden, die 7 Besatzungsmitglieder an Bord hatte. Aus historischen Daten konnten wir rekonstruieren, dass 5 von denen, also das Schicksal von 5 von denen war geklärt. Also 3 waren, glaube ich, sicher tot, weil sie da die Leichenreste gefunden haben und 2 sind in Kriegsgefangenschaft geraten. Das heißt aber, die haben das Flugzeug schon geborgen gehabt? Nee, das ist versunken. Ach, das guckte lange Zeit, das guckte das Wrack aus diesem See raus, da haben auch Kinder drauf gespielt nach dem Zweiten Weltkrieg, bis das dann irgendwann immer weiter eingesunken ist. Mhm. Und dann ist irgendwann den Leuten eingefallen, hey, da sind ja Bomben an Bord gewesen, lass uns mal gucken, ob die in diesem für Freizeitzwecke dauernd benutzten See vielleicht noch eine Bombe rumliegt oder so. Schlechte PR oder so. Jedenfalls, das haben wir rausgefunden. Also es gab im Prinzip 2 Personen, einen Kanadier, einen Engländer, zu denen der Knochen hätte gehört haben können, wenn es denn dieses Personal gewesen wäre. Und haben dann geschaut und im Internet gibt es so ein Forum bei Google Earth, die sich, also es gibt zu jedem dieser Abstürze dieses Zweiten Weltkriegs, gibt so Foren, wo Leute sich dann damit beschäftigen, die vermeintlich Angehörige haben oder die es aus anderen Gründen interessiert. Und dann haben wir da einfach reingeschrieben, hey Leute, hier ist die Rechtsmedizin Bonn, wir haben diesen Knochen, könnte sein, dass das von diesem Absturz ist. Kennt ihr jemanden oder seid ihr vielleicht selber verwandt mit den Leuten, dann meldet euch, wir machen euch umsonst ein DNA-Profil und gucken, ob das eure Verwandten sind. Und dann hat sich tatsächlich eine Frau Murphy aus England gemeldet, die Nichte von einem dieser beiden Verschollenen war. Und ihr Vater, also dessen vermeintlicher Bruder, war super interessiert und hat uns dann eine DNA-Probe geschickt von sich. Wir haben es untersucht und es war leider ein Ausschluss. Also es war 0, irgendwas Prozent Wahrscheinlichkeit, dass die verwandt waren. Also war eigentlich auszuschließen, dass es die waren. Und dann endete leider unsere Spur und wir haben dann gesagt, okay, das Einzige, was noch bleibt, ist der Kanadier. Haben dann das kanadische, alles mögliche, Außenministerium, Militär, Verbindungsstelle, Botschaft angeschrieben. Und da kam dann entweder nix oder so, ja, wir kümmern uns drum, so, ne, und Jahre später, 3 Jahre später oder sowas, ich habe da schon lange nicht mehr damit gerechnet, hat mein Telefon geklingelt, das kanadische Außenministerium oder irgendwie so Militärattaché, was auch immer, war dran. Ja, sie hätten da ja diesen Antrag gestellt. So, ja, ich erinnere mich. Sie hätten jetzt diese Familie Carey ausfindig gemacht. Und da gäbe es noch einen alten Bruder, also ein älterer Herr, über 90 Jahre, der ein Bruder dieses vermeintlich Verstorbenen war. Und sein ganzes Leben sich gegrämt hätte, dass er nicht wusste, was aus ihm geworden ist. Und der hat dann eine Probe abgegeben, hat ein kanadisches Labor, mit dem habe ich mich dann ins Benehmen gesetzt. Und dann haben wir die DNA-Profile verglichen und kamen über 99,9%ige Wahrscheinlichkeit der Verwandtschaft. Und so war also klar, dass dieser Knochen gehörte wirklich dem Bruder dieses alten Mannes, der übrigens dann 3 Monate später verstorben ist, nachdem er das noch erfahren hat.
Und dann konnte der Knochen mit militärischen Ehren in Deutschland beigesetzt werden, weil dann wirklich offiziell geklärt war, dass das wirklich dieser Flight Sergeant Carey gewesen ist, der da lag. Ja, also das war so die Geschichte von dem Knochen, die sich wie wirklich einen langen Bogen spannt und so ein kleines Mosaiksteinchen in die Geschichte einfügt, die aber in Anführungszeichen nur eine Identifikation war. Aber für die Familie unheimlich bedeutsam. Die sind nach Deutschland gekommen, die Nichten und Neffen, die noch lebten und die also noch wirklich verwandt mit ihm waren, und die habe ich auch kennengelernt, weil ich zu dieser Beerdigung, zu dieser Bestattung eingeladen war. Da gut, das erlebt man natürlich nur nicht alle Tage, ne, dass man dann die Leute kennt und dann sieht, wie die sich gefreut haben, dass also die Möglichkeit jetzt besteht. Das war für uns auch ein besonderer Fall. Also sehr, 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 sehr schöner Fall, ja. Da sieht man aber auch dann mehrere Jahre und dann auch wieder nicht 45 Minuten und schon gar nicht, wenn der Forensiker bei irgendeiner Behörde anruft, dass da alle aufspringen und wild anfangen zu recherchieren, sondern, wie du schon sagst, wird so mal. Und wenn man dann keine Zeit hat und gesagt wird, nee, was, forschen für so einen Knochen, wo man nicht weiß, wo der geh mal an eine Arbeit. Ja, dann wäre das nie aufgeklärt worden. Mhm. Und das war der Familie, ist denen klar gemacht worden von dieser kanadischen Verbindungsperson, dass nur weil wir uns ins Labor gestellt haben, unentgeltlich dahingestellt haben, monatelang geforscht haben, bis wir die Methode hatten, die wir auch publiziert haben, dass der Grund war, dass wir diesen Knochen auswerten konnten. Und ich finde, das steht dafür. Also ich finde, das sollte sich ein Staat leisten, sowas. Du hast gerade schon einmal das Innocence Project angesprochen. Mhm. Ich glaube, das können wir jetzt mal in diesem Kontext auch nochmal nach vorne holen. Ein, wie ich finde, extrem wichtiges Projekt von forensischen Wissenschaftlern. Da geht es letztendlich darum, Menschen, die zurzeit zum Tode verurteilt sind, insbesondere, oder auch lange Haftstrafen verbüßen, eventuell mit modernen wissenschaftlichen Methoden zu entlasten und damit aus der Gefangenschaft oder sogar vor der Todesstrafe zu bewahren. Mhm. Magst du da noch ein bisschen was drüber zu erzählen? Ja, das sind Kollegen aus den USA. Das ist letztes Jahr ist das 25 Jahre alt geworden, das Projekt. Und wie du sagst, das Projekt der Unschuld, Unschuldsprojekt, Innocence Project, ist der Sinn des Projektes, Leute, die zu unschuldig in Haft sitzen, durch mittels objektiver Beweise frei zu bekommen. Das heißt in dem Fall immer DNA-Beweise, weil das die einzigen Dinge sind, die man auch so lange Zeit nachher noch untersuchen kann und benutzen kann als Material, weil die auch gelagert werden müssen. Das heißt, die sind grundsätzlich zugänglich. In dem Team sind nicht nur forensische Molekularbiologen, sondern auch Juristen, die dann zum Beispiel erwirken, dass das Material rausgegeben werden muss und nochmal einer Untersuchung unterzogen werden muss. Insbesondere, wenn sich beispielsweise irgendwelche Zweifel ergeben haben und wenn zum Beispiel zum Zeitpunkt der Verhaftung oder der Verurteilung bestimmte DNA-Methoden noch gar nicht durchführbar waren. Und diese Einzelzellanalyse, die gab es bis vor kurzem gar nicht. Oder wenn das zu degradiert ist oder sonst irgendwas. Also wenn es damals den damaligen Untersuchungsstand nicht zugänglich war oder aber wenn es aus anderen Gründen nicht gemacht worden ist, die DNA-Analyse, dann und nur in diesen Fällen kann das Innocence Project überhaupt tätig werden. Das heißt, man muss nicht meinen, dass das alle Fälle wären, die es gibt, sondern es gibt viel, viel, viel mehr Leute, die da unschuldig in Haft sitzen, weil das Rechtssystem da sehr schlecht ist und sehr ungerecht und sehr gebiased. Man weiß also, dass bestimmte Ethnien sehr viel häufiger verurteilt werden etc. Und nur in diesen Fällen, wo also überhaupt die Chance besteht, dass man durch nachträgliche Untersuchung von Evidenz was für die Leute tun kann, kann das Innocence Project überhaupt tätig werden. Und dann versuchen sie, das Material zu bekommen, das zu untersuchen und dann mit dem zu vergleichen, was da damals dem Urteil zugrunde gelegt worden ist. Und in mehreren hundert Fällen ist es denen eben gelungen, zu zeigen, dass das inkonsistent ist mit den modernen DNA-Befunden, sodass das Urteil aufgehoben werden musste. Zum Teil manchmal auf Probe, manchmal mit einem inzwischen kompletten Freispruch, so dass es immer wieder zu diesen Fällen kommt, wo dann Leute nach 25 Jahren Haft oder 20 Jahren Haft vollkommen zur Unschuld freigesetzt werden. Meinst du, das könnte vielleicht zu einem Umdenken führen, auch vor allen Dingen in Bezug auf die Todesstrafe, oder ist das eher? Weil die ist ja nicht mehr zu revidieren. Das ist ja genau ja, der das Punkt. Ist genau der Punkt. Das sind dann Justizmorde. Also wenn jemand zu Unschuld zu Tode verurteilt, also auch hingerichtet wird, dann sind das Morde, kann man sagen. Ich weiß es nicht. Also das Ziel des Innocence Project ist es auch, das Justizsystem zu verbessern. Mhm. Und ich glaube, das ist schwieriger, als Leute frei zu bekommen mit alten DNA-Beweisen, weil ich weiß nicht, das scheint da irgendwie zu dieser kulturellen Identität zu gehören, zumindest in einigen der Bundesstaaten, dass man diese Todesstrafe hat, diese retributive Justiz, statt einer wiedereingliedernden, resozialisierenden Justiz gehört dieses Auge um Auge-Prinzip bei diesen
paar von diesen Staaten irgendwie zur Staatsräson, also dass man dann Leute umbringen muss, die vermeintlich jemand anderen getötet haben, statt zu versuchen, dem eine Chance zu geben, den Schaden wieder gut zu machen. Nachdem er da seine Strafe abgesessen hat, soll er ja haben, dass er nicht sofort wieder auf die Straße kommt, aber dass er die Chance hat, irgendwie noch der Gesellschaft irgendwie zu helfen, bringen sie ihn dann um. Und jeder weiß, das kostet viel mehr Geld als auch eine langjährige Haftstrafe. Also Leute in der Todeszelle kosten den Staat ein Heidengeld. Es hat null abschreckende Wirkung, auch das ist gezeigt. Also es gibt überhaupt gar kein Sachargument dafür. Deswegen glaube ich, dass das mit Ideologie zu tun hat. Und auch die Tatsache, dass andauernd Leute zu Unschuld, nachweislich zu Unschuld gezeigt werden vom Innocence Project in über 300 Fällen in 25 Jahren, scheint gar kein Umdenken zu bewirken. Also ich meine, es gibt einige Staaten, die das dann abschaffen, wenn dann, weiß ich nicht, das politisch vielleicht ein bisschen liberaler wird, das Klima, aber es gibt es noch in echt vielen. Und das ist ja, die USA sind ja im Prinzip das einzige Großindustrieland westlicher Prägung, das das noch hat. Und für mich ist das sehr, sehr fremd und ich bin froh, dass es das Innocence Project gibt und ich hoffe, die haben viel Erfolg und machen weiter. Und auch ein schöner Beleg nochmal dafür, wie dann letztendlich ja die forensische Wissenschaft zur Wahrheitsfindung beitragen kann und eben auch Unschuldige wieder entlasten kann, sodass sie dann irgendwann doch nochmal entlassen werden. Der Vorsitzende ist, glaube ich, selber jemand vom Innocence Project, der aus Haft dann entlassen wurde. Also zumindest einer im Vorstand, Marvin Anderson, glaube ich, hieß er, ist jemand, der 20 Jahre zur Unschuld gesessen hat und dann freigekommen ist und dann offenbar also dem Projekt so dankbar war, dass er sich da auch eben engagieren wollte und im Vorstand mit ist und der jetzt also auch dann sein Leben so lebt, wie er es will. Also der hat Kinder und Frau und ist Feuerwehrmann, so wie er es wollte, nur halt 20 Jahre später. Ne? Und die gibt ihm keiner zurück, die Jahre, die er verloren hat. Übrigens auch jemand mit etwas dunklerer Haut. Ja, genau, das war ein Schwarzer und typischer Kandidat, dem ist mit 18 Jahren Raubmord mit Vergewaltigung jedenfalls vorgeworfen worden und das muss wohl eine katastrophale Beweisaufnahme gewesen sein, also so typisch voreingenommen, gebeißt und so, ja, wird schon der Schwarze gewesen sein und dann zack, war er im Knast, ne, und hat es dann 20 Jahre gedauert, bis man ihn frei bekommen hat. Jetzt haben wir sehr viel über Menschen gesprochen. Wir haben über Abstammungsgeschichten gesprochen, wir haben über Straftaten mit Menschen gesprochen. Wir haben die Identifizierung von Menschen von Naturkatastrophen thematisiert, das Innocence Project. Aber ihr macht auch noch andere Dinge. Ihr beschäftigt euch in deiner Disziplin auch durchaus mit Tieren und Tierschmuggel und diesen Dingen. Das fand ich auch nochmal ganz interessant, das mal zu hören. Mhm. Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte zu sagen, was da euer Anteil an der Arbeit ist. Also auch da wieder, wir im Kiel nicht, aber weltweit ist das, hast du völlig recht, spielt das eine sehr, sehr große Rolle. Also dazu muss man wissen, dass der Handel mit gewilderten Tieren, also meistens Tiere, die vom Aussterben bedroht sind oder deren Teilen oder auch von Pflanzen, die geschützt sind oder deren Teilen, eines der größten transnationalen organisierten Verbrechen ist, die es gibt, mit einem Milliardenumsatz pro Jahr. Das heißt also in Ländern, wo das relevant ist, in Deutschland gibt es einfach sowas nicht, da gibt es keine Elefanten oder sowas, aber in Ländern, wo diese Tiere in der freien Wildbahn vorkommen oder diese Pflanzen und die gewildert werden und wenn man sich mal vergewissert, dass oder vergegenwärtigt, dass Nashornhorn pro Gramm wesentlich teurer ist als Gold, reines Gold, ist klar, wie der Markt entsteht. Und dass diese Tiere dann gewildert werden, gnadenlos, und dass diese Leute vollkommen, denen das ganz egal ist, dass die damit zum über die Grenze der Aussterbung, des Aussterbens drücken, das ist, spielt da keine Rolle. Und die einzige Chance, dagegen vorzugehen, ist eben, dass man diese Straftaten konkret verfolgt. Und da steht auch wieder die forensische Molekularbiologie an einer wichtigen Stelle, weil die Identifikation von Material als zu einer bestimmten Tier- oder Pflanzenart gehörig fast nie von irgendwelchen menschlichen Experten gemacht werden kann. Wenn das ein weißliches Pulver ist, was soll das sein? Das kann alles Mögliche sein. Dass das jetzt das Elfenbein ist von einem Elefantenzahn oder Nashornhorn, das muss man dann molekularbiologisch zeigen. Das geht aber. Man kann dann eben Tier- und Pflanzenarten bestimmen. Man kann dann mittels moderner populationsgenetischer Methoden auch beispielsweise feststellen, wo, also zu welcher Population beispielsweise Nashorn gehört hat. Und dann eingrenzen, wo es gewildert worden ist und dann zum Beispiel besser auf die Fährte kommen. Mhm. Oder indem man von Pflanzen einen bestimmten Handelsweg nachverfolgen kann. Also wenn man dann mehrere erbgleiche Pflanzen sieht und die an unterschiedlichen Orten gefunden worden sind, kann man Rückschlüsse ziehen über vielleicht Handelsketten, die es gibt oder sowas. Also es lässt sich über populationsgenetische
Untersuchungen über die Feststellung von Tier- und Pflanzenarten relativ viel dann machen, um Handelswege zu kontrollieren und also besser einzugrenzen, besser schützen zu können. Also insofern spielt das da eine zentrale Rolle bei der Bekämpfung von, spricht da von Wildlife Crime. Es gibt kein gutes deutsches Wort dafür. Aber Wildlife Crime ist das Fachwort für diese Art von Verbrechen. Und Wildlife Forensics ist die Disziplin, das sind ja auch andere forensische Disziplinen, aber wo die forensische Molekularbiologie zentral dazu gehört, um diese Form der Kriminalität bekämpfen zu können. Mhm. Ja. Also das ist doch ein relativ breites Feld, was wir hier heute besprochen haben, was wir nur angekratzt haben. Ja. Du hast einen Webblog, wo man lesen kann, Burton Acid, den nennen wir auch mal jetzt gerade ein. Wer da Interesse hat, kann von dir immer interessante Artikel zu den Themen durchlesen und anschauen. Ja. Und wir können noch mal ein Foto zeigen, vielleicht so zum Ende der Sendung, also so ein CSI-Labor, wie wir es aus dem Fernsehen kennen. Ich glaube, jetzt kann dann jeder Zuschauer sagen, wenn wir uns dieses Bild anschauen, so sieht das nicht in der Realität aus. Das heißt, da stehen nicht Leute mit einer Strickjacke neben einer Forscherin, die gerade mal nichts an Schutzkleidung anhat. Also die Haare müssten zumindest mal verdeckt sein, glaube ich. Ja, man sieht auch an den, dass kein Licht von der Decke kommt. Ne? Also die haben keine Reflexion auf den Haaren oben. Also es gibt keinen Grund, ein Labor dunkel zu machen. Ja. Das ist natürlich jetzt hier nur, damit es telegener ist. Ja, die haben also keine Schutzkleidung, keinen Mundschutz, kein Haarnetz. Ich weiß nicht, Handschuhe kann man nicht sehen. Der Kittel ist nicht richtig zu. Die Frau hat keine Handschuhe an, das sieht man, auch keinen Haarschutz, guckt gut durchs Mikroskop, keine Ahnung, was dafür Dinge sein sollen. Aber das ist also auf jeden Fall kein forensisch-molekularbiologischer Arbeitsplatz, den man da sieht. Also das heißt, das ist pure Unterhaltung, das kann man sich angucken. Aber trotzdem steht ihr auf der Seite der Guten. Ja, das auf jeden Fall. Wir sind auch smart und sexy und so weiter. Und wir sind einfach nur nicht, also wir versuchen das dann tatsächlich, unser Fokus liegt darauf, die Sachen rauszukriegen und nicht dabei cool auszusehen oder Sonnenbrillen zu haben. Das ist so dein privates Vermögen, dass du cool aussiehst. Ja, ne? Das hat nichts mit deinem Job kommt einfach dazu. Jetzt hat Alexa vorhin die Geschichte mit der vergifteten Visitenkarte geschildert. Was sagst du da als forensischer Wissenschaftler zu? Realistisches sehr interessant, Szenario? Weil auch da ist die forensische Molekularbiologie dabei, ein bisschen vorzudringen. Denn wir sprechen jetzt hier von der Möglichkeit von Rape-Drugs, also von Drogen, die verabreicht werden mit dem Ziel, Opfer willenlos zu machen oder gefügig zu machen. Das betrifft eher die Toxikologie. Das heißt also, die Leute, die Experten sind für Gift und für Vergiftung und für Substanzen, die in irgendeiner Form das Bewusstsein beeinträchtigen. Aber der Nachweis ist ja das, was uns interessiert. Und es kann durchaus vorkommen, dass bei bestimmten Substanzen, GHB ist so eine klassische Substanz, die als Vergewaltigungsdroge eingesetzt wird, dass der toxikologische Nachweis nicht mehr gelingt, weil die Substanz im Blut und unter Urin nicht mehr nachweisbar ist. Und da ist jetzt die forensische Genetik da und sagt, hey, vielleicht können wir eine durch diese Substanz veränderte genetische Expression noch länger nachweisen, als es toxikologisch der Fall ist. Und da gibt es erste Studien, eine habe ich selber mitgeschrieben. Also auch da können wir den anderen Disziplinen vielleicht helfen, ihre Nachweise zu verbessern. Das heißt, dass so K.O.-Tropfen, das ist ja das, was man, glaube ich, in der breiten Öffentlichkeit kennt, über, sag ich mal, Urin oder Blut oder in der Leber oder wie auch immer, auch in der DNA Spuren hinterlassen? Nein, in der RNA. In der RNA. Genau. Okay. Weil nämlich dann durch die Einnahme das lässt den Körper ja nicht unverändert. Die Substanz interagiert ja mit dem Körper und muss ja abgebaut werden. Mhm. Und der Abbau ist dann spezifisch und es werden bestimmte Enzyme benötigt dafür. Und es ist möglich, dass auch bestimmte Gene aktiviert werden durch die Aufnahme dieser Substanz. Und die Aktivität von Genen heißt, dass die Gene transkribiert werden, also dass von den Genen Abschriften in RNA gemacht werden. Also das Material heißt RNA. Und die ist wiederum spezifisch und lässt sich nachweisen. Und sofern es so ist, das müssen wir herausfinden, aber daran wird geforscht, dass diese länger verfügbar ist im Körper als die eigentlichen Abbauprodukte der Substanz, beispielsweise im Urin, könnte man über die veränderte Genexpression, die Aufnahme dieser Substanz oder die Beibringung dieser Substanz nachweisen. Das ist dann wieder allerdings die forensische Molekularbiologie, das ist dann nicht mehr die Toxikologie. Mhm. Aber das ist dann eine klassische Form von transdisziplinärer Zusammenarbeit, wie es nur in rechtsmedizinischen Instituten geht, weil da sitzen Toxikologie und Genetik oder Molekularbiologie Tür an Tür. Und das ist also auch wieder ein so ein Feld, wo man wirklich dann im Interesse der Betroffenen und dann mit aktueller Forschung wirklich interessante Beiträge leisten könnte. Spannend.
Cornelius, dir nochmal ganz, ganz herzlichen Dankeschön. Dank. Auf dem Blog haben wir schon hingewiesen. Ja. Du bist auch auf Twitter zu finden. Ja, @bloodandacid. Also, so wie deine, wenn man den Kanal abonniert, dann verpasst man auch nichts mehr im Blog. Ja, das war das Gespräch mit Cornelius Kurz. Ein ja, Freund von uns, einfach hochsympathisch, Cornelius. Und ich glaube, mit ganz wichtigen Inhalten, die auch ein Stück weit nachdenklich machen, finde ich an der einen oder anderen Stelle, so wie er es uns erzählt hat. Also gerade auch nochmal so diese Katastrophenopfer und das Grundrecht auch zu erfahren, wo jemand verstorben ist oder was mit den was mit verstorbenen Menschen geschehen ist. Also und vor allen Dingen das Innocence Project. Auch nochmal ganz, ganz, ganz relevant. Ja, wichtige Themen und aus diesem nochmal aufbereiten und darüber nachdenken, ob wir diese Sendung aufgreifen wollen und natürlich der Frage an Cornelius, ob ihm das überhaupt recht ist, dass wir das machen, die er bejaht hat, ist dann noch eine Idee entstanden, die wir ganz charmant fanden, nämlich die Idee Fragen-Special und hier Huxeler Crime nochmal wieder mit dem forensischen Molekularbiologen aufzugreifen. Ihr könnt uns auch Fragen schicken, gerne, die ihr Cornelius Kurz gerne fragen wollen würdet. Er hat ja auch seinen Blog Blood and Acid, auch das werden wir nochmal verlinken. Aber wenn ihr sagt, ich würde gerne, dass ihr Cornelius das oder das nochmal fragt, dann schickt uns das gerne im Idealfall per Mail oder ihr kommentiert unterhalb der Folge und wir werden noch im Jahr 2020 nochmal mit Cornelius eine Folge machen, wo wir dann eure Fragen mit ihm besprechen. Alex und ich werden sicherlich auch mal wieder ein paar Fragen haben zum aktuellen Forschungsstand seiner Arbeit und das greifen wir dann hier auf und ihr habt dann eben die Gelegenheit, Cornelius, jetzt eure Fragen, insbesondere vielleicht auch nachdem ihr die Folge gehört habt und ihr sagt, da hätte ich gerne noch mal mehr zugewusst, schickt uns das, kommentiert unter der Folge und dann arbeiten wir das dann mit Cornelius noch in diesem Jahr ab. Das ist dann sozusagen das CSI-Special von Huxeler. Genau. Das, so kann man das dann auch wieder sagen, genau. Und weil ihr ja gesagt habt, Fragen-Special war ganz gut, dann können wir das ja auch mal in diese Richtung etwas erweitern. Und wenn wir so einen tollen Experten kennen, kann man ihm natürlich solche Fragen dann auch stellen. Alexander, jetzt musst du uns gleich erstmal erklären, ob jetzt, also ich halte das ja ehrlich gesagt für ein Gerücht, das mit dem Laser und der Leber, das ist einfach zu abgefahren. aber wir hören mal rein, ob das stimmt oder nicht. Die Auflösung. Ja, zur Huxeler-Story dieses Mal kann man nur sagen, erschreckend, aber wahr. Die Geschichte ist furchtbar. Wirklich passiert, ja, tatsächlich. Und zwar 2013 in Großbritannien. Da hat es eben diese Fälle gegeben, wo ein britischer Chirurg tatsächlich bei Operationen seine Initialen in die Lebern von zwei Patienten gebrannt hat. Der ist auch verurteilt worden. Der musste eine Geldstrafe berappen von ungefähr 1000 Pfund und 120 Stunden Sozialarbeit leisten. Das hat dann natürlich auch so einen erzieherischen Charakter haben sollen. Denn ich möchte gar nicht wissen, was in einem Chirurgen vorgeht, der glaubt, also völlig abgefahrene Geschichte. Ist tatsächlich so passiert und man kann sich nur wundern. Und ist aufgefallen, glaube ich, übrigens, weil es Folgeoperationen gab und dann die dortigen Ärzte sich gewundert haben. Ja, das wäre die Frage, wie entdeckt man sowas überhaupt? Ne? Also es kann ja dann tatsächlich nur gewesen sein, weil nochmal ein Eingriff notwendig geworden ist. Genau, also wenn das in den armen Menschen, ja. Wenn das in deiner Quelle nicht verlinkt ist, die werde ich verlinken. Ich habe das tatsächlich auch in einem Fachartikel dann gelesen. Und da war es dann tatsächlich so, dass bei einer Folgeoperation das überhaupt erst aufgefallen ist und man dann angefangen hat nachzurecherchieren. Und man weiß tatsächlich nicht, bei wie vielen Fällen das noch aufgetreten ist, weil man natürlich jetzt nicht alle Patienten wieder aufmacht und nachguckt. Also wirklich eine. Wie zynisch ist das bitte? Sehr, sehr gruselige Geschichte. Mhm. So, wobei ich jetzt aber auch glaube, dass das eher eine Ausnahme ist, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Ich gehe jetzt auch mal einfach davon aus, weil ich den Glauben an die medizinische Zunft nicht verlieren möchte. Nicht komplett zumindest, genau. Wo wir übrigens gerade bei der medizinischen Zunft sind, auch das kann man noch kurz, ganz kurz ansprechen, weil es uns ein paar Mal jetzt erreicht hat, das Coronavirus. Ah ja. Wer Informationen zum Coronavirus haben möchte, weil das sind wir gefragt worden, weil die YouTube-Hochschule ja schon wieder Weisheiten verbreitet und auch diverse Blogs sich im Netz jetzt da schon aufmachen und das als große Verschwörung und auch als Versagen der deutschen Regierung schon wieder alles werten. Da empfehlen wir einfach die Seiten, wie wir sie schon oft empfohlen haben, der Kollegen von Mimikama in Österreich, die da sehr, sehr ausführlich im Moment recherchieren und da ganz up to date sind, viel schneller als wir das sein können, sind sie das dort.
Man kann im Grunde genommen nur sagen, ja, Coronavirus ist sehr ansteckend. Ja, es führt überhäufig dann zu einer Lungenentzündung. Das sind die Fakten, die wir haben. Allerdings muss man auch sagen, dass ein, sagen wir mal, gesunder und nicht anders erkrankter Mensch damit gut umgehen kann, im Grunde genommen. Oder anders gesagt, die Todesfälle, die es bisher gegeben hat, waren in der Mehrzahl eben Patienten, die schwere Vorerkrankungen hatten. Und insofern, also eigentlich müsste man sich, bevor man sich über das Coronavirus Sorgen macht, eher Sorgen um die Influenza machen, die wesentlich mehr Todesopfer auch in Deutschland fordert. Um es mal konkret zu machen, es sind in Deutschland im letzten Winter, seit dem letzten Herbst, wenn die Zahlen so korrekt sind, mehr Menschen am Influenza-Virus gestorben als in China Menschen am Coronavirus. Einfach nur, um die Relationen auch nochmal deutlich zu machen. Und in einer globalisierten Welt werden jetzt ja Forderungen laut, dass man die Grenzen dicht machen muss. Kommt natürlich auch aus einer bestimmten politischen Ecke. Und man muss einfach auch da nochmal drüber nachdenken, dass China auch ein Expansionsmarkt für die deutsche Wirtschaft ist, was ja im Grunde genommen ganz viele Menschen ja auch gut finden, wenn es der deutschen Wirtschaft gut geht. Und es ist halt die Frage, ob es einfach auch Geschäftsleute sind, die solche Viren einbringen. Und da muss man ganz andere Fragen stellen, nämlich die Frage, ob Geschäftsreisen überhaupt noch per Flieger sein müssten oder dann doch per Videokonferenz stattfinden müssen. Und dann kommen wir in ganz andere Themen rein. Aber es hat sicherlich nichts damit zu tun, dass chinesische Bürgerinnen und Bürger jetzt hier irgendeine Seuche in unser Land reinbringen. Das ist einfach unappetitlich. Und da sehen wir wieder, wie Rechtspopulisten schon wieder mit der Angst von Menschen Politik machen möchten. Und dagegen muss man sich natürlich auch wieder positionieren. Also wenn ihr euch informieren wollt, wenn ihr wirklich verlässliche Informationen haben wollt, wie schon am Anfang gesagt, mimikama.at angucken oder auch das Robert-Koch-Institut, das RKI. Da findet ihr nämlich wirklich Informationen, mit denen man was anfangen kann. Gerade beim Robert-Koch-Institut werden dann auch Fälle in Deutschland, die wir jetzt ja gerade tagsaktuell haben, die ersten Fälle auch bestätigt. So, das ist dann einfach so. Aber man kriegt natürlich insgesamt beim Robert-Koch-Institut immer auch sehr verlässliche Zahlen, weil die ganz eng mit der WHO auch zusammenarbeiten, mit der Weltgesundheitsorganisation. Und für den Bereich YouTube, Alexa, da hast du das ja auch schon zum Teil privat Menschen empfohlen aus unserem näheren Umfeld, die sich dann über irgendwelche YouTube-Videos Sorgen gemacht haben. Und dann hast du ja auch, die kann man jetzt schon zweimal erwähnen, man kann sie auch dreimal erwähnen, die haben auch tatsächlich bestimmte YouTuber mal auf den Zahn gefühlt. Ne? Ja, man kann das auch mal ganz konkret benennen. Es gibt ein Video, was sehr stark verbreitet wird von einem Kanal, der sich Odysseus nennt. Und da werden wirklich, also einmal zum Thema Coronavirus, Falschmeldungen verbreitet. Und der Kanal verbreitet noch anderen Quatsch, also auch zum Thema 5G zum Beispiel. Also das ist so ein typischer Schwurbelkanal. Aber man findet auch verlässliche Dinge im Netz. Man muss nur an anderen Stellen schauen und nicht bei solchen Kanälen auf YouTube. Ja. Und jetzt müssen wir noch das Gewinnspiel machen. Das haben wir ja auch angekündigt. Und wir können mal wieder Kinokarten verlosen. Und du hattest wieder das Glück, quasi dir einen Kinofilm angucken zu dürfen. Und cool. Ich übergebe jetzt mal bildlich gesprochen an die Hoax Mistress. Ja, ich hatte das Glück und das Vergnügen, mir den Horrorfilm Countdown anzuschauen, der jetzt dieser Tage, nämlich am 30. Januar 2020, in die Kinos kommt. Und in diesem Film geht es um eine App, die den Todeszeitpunkt vorhersagt. Also spielt natürlich mit einem ganz alten Motiv, möchte ich gerne wissen, wann genau ich sterbe. Das Ganze führt dann unter Umständen auch zum Thema selbsterfüllende Prophezeiungen, obwohl das hier im Film noch ein bisschen anders aufgezogen ist. Also es ist ein Horrorfilm, der durchaus unterhaltsam ist, wer sowas mag. Der wird sich sicherlich ganz gut unterhalten fühlen im Kino. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Es spielt da eine Schauspielerin mit, die ich von einer Serie kannte, die bei Netflix läuft, nämlich Elizabeth Lail aus der Serie You, du wirst mich lieben. Auch eine spannende Serie. Ich finde die Schauspielerin auch ziemlich gut. Also wer Bock hat, sich diesen Film anzugucken, der kann sich an unserem Preisausschreiben beteiligen und schreibt uns eine E-Mail an unseren Account mit dem Betreff Countdown. Mhm. Und zu verlosen gibt es zwei Fanpakete. Und diese Fanpakete bestehen jeweils aus
2 Freikarten und einem Popsocket fürs Handy. Also da gibt es richtig Pömpel was. Genau. Zum Dranflanschen genau, irgendwie. Ne? Genau, also es gibt richtig was Tolles zu gewinnen. Schreibt uns eine Mail mit dem Betreff Countdown und dann gucken wir mal, ob ihr bei den Gewinnern dabei seid. Genau, und ich würde sagen, weil wir ja mal nicht wissen, wie lange die Kinofilme laufen, dass dann ja auch verlost werden muss und ihr müsst gucken, dass ihr dann ins Kino kommt. Leider in etwas kürzere Frist, diesmal bis zum 5. Februar 23.59 Uhr könnt ihr uns eben die E-Mail an info@huxler.com mit dem Stichwort senden und dann losen wir am Donnerstag aus und geben euch dann Bescheid. Und Alexa, ist es ganz große Kinokunst oder eher so Popcorn? Es ist auf jeden Fall Popcorn-Kino. Also ich möchte mal meinen, wer auf Filme wie Final Destination zum Beispiel steht, der wird da sicherlich auf seine Kosten kommen. Und es ist nettes Popcorn-Kino. Es ist jetzt kein Autoren-Kino, aber ich glaube, das würde auch keiner erwarten bei so einem Titel. Ja, okay. Dann könnt ihr das vielleicht einordnen, ob ihr an solchen Filmen Spaß habt. Und dann, wenn ihr das habt, dann schickt uns einfach eine Mail. Damit sind wir am Ende. Ich weiß, ich müsste eigentlich dieses unsägliche Outro nochmal neu einsprechen. Aber wenn ich das mache, geht nochmal viel Zeit drauf, die ich eigentlich jetzt fürs Schneiden verwenden würde. Deswegen nehmt es einfach nochmal hin, dass ich PayPal falsch ausspreche in dem Format und dass irgendwelche Unterstützungsplattformen vielleicht so semi-gut sind. Wir machen demnächst nochmal ein ganz neues Outro hier für Huxilla, was wir einsprechen werden und einfach jetzt drüber hören. Die Outro, wenn euch das stört, dass ich es falsch sage. Ich weiß, wie das ist, wenn man was hört, was einer falsch ausspricht und ich gelobe Besserung und demnächst machen wir eine schöne neue Outro. Und ansonsten euch da draußen alles Gute. Bis demnächst und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patron bei Patreon oder über PayPal oder über unsere Amazon Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.